Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir bauen im Moment in der Fuchsberger Höhe ein Apartment-Hochhaus und da haben wir im letzten Teil damit begonnen, hier auf der Baustelle zu arbeiten. Und aktuell sind wir gerade bei Bauabschnitt Nummer 1 von insgesamt 4 oder 5 Bauabschnitten bei diesem Bauauftrag. Und ja, hier beim aktuellen Bauabschnitt, wie gesagt, dem Bauabschnitt Nummer 1, müssen wir insgesamt 8 Fertigwände setzen. Die haben wir bereits im letzten Teil hier zur Baustelle gebracht, haben wir also mit dem LKW bei der Fertigwandfabrik abgeholt, dann hierher zur Baustelle gefahren und auch schon vom Pritschenauflieger entladen und da oben hier auf dem bereits entstandenen Rohbau von dem Apartment-Hochhaus von den ersten 2 Stockwerken da oben drauf hingesetzt. Noch in den Containern, wie ihr seht, hier steht der eine Container und ein Stück weit dahinter steht der andere Container. Und ja, die sind im Moment noch festgemacht, die Fertigwände. Das heißt, wir lösen die jetzt erstmal und werden dann gleich wieder in den Flat-Top-Kran einsteigen und die ganzen Wände mal in Position bringen. Ja, wie ihr seht, sind immer noch hier diese gelben Markierungen für diese Rohre da vom Drehbohrgerät, also die man mit dem Drehbohrgerät da in die Erde bohren kann, immer noch dort dargestellt. Keine Ahnung wieso. Und ja, steht auch irgendwie gar nicht bei diesem Bauauftrag dabei. Ich kann euch ja gerade nochmal zeigen. Dann können wir nochmal gucken, wie viel. Ah, guck mal hier, da gibt es nochmal so ein Apartment-Hochhaus. Wollen wir das gleich nochmal nehmen? Da ist nämlich mal was mit Gießen. Das könnte nämlich sein, weil mit dem Gießen, weil das ist ja ein Bauauftrag, der neu ist hier im Bausimulator 2015, beziehungsweise der dazugekommen ist durch das DLC. Also wenn man das DLC Liebherr 150 ECB Turmdrehkran hier verwendet, was wir hier im Let's Play auch machen, bekommt man ja einige neue Bauaufträge dazu oder andere werden erweitert. Und der ist jetzt hier komplett neu. Genau, hier kann man sich auch noch ein bisschen größer nochmal hier das Gebäude anzeigen lassen. Das bauen wir ja gerade schon. Und das können wir eigentlich dann nochmal bauen, würde ich sagen, weil dann das ist ja nochmal ein bisschen hier anders aufgebaut als der Bauauftrag, den wir gerade hier machen, auch wenn wir das gleiche Gebäude bauen. Aber hier wird man später nochmal Fertigwände setzen, vielleicht dann ein bisschen höher als jetzt bei dem Bauauftrag und nochmal was gießen. Und dann könnte man ja den Kranbetonkübel wieder verwenden, um dann ein bisschen höher wieder was zu gießen. Wahrscheinlich wird das hier sein und nicht so weiter unten. Genau, da würde ich sagen, nehmen wir doch den nochmal gerade an. Weil die anderen kennen wir eigentlich alle schon. Genau. Und der ist nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben ja eh gerade zwei Vorarbeiter. Also wir haben ja gerade zwei Vorarbeiter. Und da war dann hier gerade der Happe anscheinend nicht beschäftigt. Und bei dem anderen Auftrag, da haben wir jetzt was als erstes. Das hier ist der andere. Jetzt was zu gießen. Lass uns das kurz mal angucken, bevor wir hier weitermachen. Aber ich wollte euch ja gerade nochmal den Auftrag hier komplett zeigen. Der hat 4 Abschnitte. Genau, Abschnitt 1 sind wir. Danach müssen wir es ausbaggern. Danach Kanalmodule holen und hier positionieren. Also wahrscheinlich dahin, wo wir davor was ausgebaggert haben. Und zum Schluss nochmal Fertigwände setzen, aber dann wahrscheinlich nochmal in etwas luftigerer Höhe, also weiter oben. So, wir lassen uns gerade mal mit dem Taxi zur Baustelle 2 fahren. Ah, das ist Taxikosten. Was? Hier ist gerade, die Taxikosten sind so gering. Ah, guck mal, wir bauen das direkt nebendran. Direkt nebendran bauen wir das. Und da ist das hier zu gießen. Ja, komm, das können wir vom Angestellten machen lassen. Alter, Leute, wir bauen hier gerade ordentlich die Fuchsberger Höhe mit 9 Gebäuden zu. So, das lassen wir vom Angestellten machen. 8 Minuten braucht er circa dafür. Und wir setzen in der Zeit die Fertigwände. Wir bauen hier gerade echt so die Fuchsberger Höhe sozusagen zu. So, hier ist unser Pritschenauflieger. Da sind gerade irgendwie die Wände nicht ganz passend, aber komisch. Aber gut, irgendwie ein bisschen komisch. So, dann fahren wir den hier mal ein Stück vor, damit die Autos vorbei können. Ein bisschen weiter einfahren. Genau, bauen wir jetzt hier. Wir bauen hier so eine komplette Straße irgendwie, so neue Gebäude, weil wir haben irgendwie erst haben wir ja das Apartment-Gebäude gebaut. Jetzt bauen wir hier das Apartment-Hochhaus. Ach, sehr nett. Vielen Dank, dass er angehalten hat. Sehr aufmerksam. Und genau, jetzt bauen wir dann nochmal so ein Apartment-Hochhaus direkt nebendran. Naja, gut. Da müssen wir die Fahrzeuge gar nicht so viel hin und her fahren. Aber hatte ich mir schon irgendwie gedacht, dass das jetzt hier auch wieder sein wird. Wo wollte ich denn rein? In den Flat-Top-Kran. Ich glaube, ich wäre schneller gewesen, wenn ich gelaufen wäre. Naja, gut. So, dann drehen wir das Ganze mal. Ja, ich keine Ahnung, was das jetzt hier soll, wieso diese vom Drehbohrgerät die Sachen da sind. Wir machen einfach mal jetzt den Abschnitt. Das heißt, wir setzen jetzt mal die Fertigwände. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Da drüben, das könnte man jetzt noch mit der Betonpumpe eigentlich gießen, genau. Aber da kann ruhig der Angestellte das machen. Oh, da hinten liegt unser Pritschenauflieger. Pritschenwagen mit Kran. Ach, kommt in. Das müssen wir uns nicht angucken, wie der da hinten rumliegt. Hier der arme Pritschenwagen mit Kran. Der kommt mal zum Firmengelände. Genau, beim Taxi war es vorhin so. Da stand, glaube ich, wieder irgendwie sowas, dass es so nah ist, dass keine Kosten anfallen oder so. Das heißt, wir hätten eigentlich gleich laufen können. Wir hätten eigentlich nur um die Ecke gucken müssen.
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da nochmal einen Flat-Top-Kran hinsetzen können. Aber ich würde sagen, bevor wir eh dann da drüben den ersten Abschnitt machen, gut, müssen wir mal gucken, wann das dann sein wird, was wir da zuerst machen werden. Oder, und wie lange wir halt dann noch Angestellte das machen lassen. Genau, müssen wir mal gucken. Da muss dann natürlich auch wieder der Flat-Top-Kran hin. Keine Frage. Ich bin mal gespannt, ob das Gebäude dann... Ups, ich habe gar nicht mehr auf den Kran geachtet. Ob das Gebäude dann höher sein wird als, als das Apartment-Gebäude. Na, wie sieht's aus? Nehmen wir halt das mal aus der Mitte. So, wo soll das hin? Direkt um die Ecke hier hin. Sehr schön, aber es muss noch gedreht werden. Dann machen wir das doch gerade mal. Sehr schön, dass wir das wieder hier oben so positioniert haben. Also es ist echt gut, dass wir da vor einiger Zeit auf diese Idee gekommen sind und das so gemacht haben. Beziehungsweise jetzt so machen. Da sparen wir uns echt gut Zeit. Anstatt immer wieder mit dem Kranhaken so weit runterfahren zu müssen. Guckt so, schuppdiwupp, das war nur ein paar Zentimeter Bewegung. Hey Danai, was ist denn los mit denen? Jetzt waren die in Abgang, echt wären die wahrscheinlich jetzt komplett kaputt. Aber gut, dann echt würden die jetzt auch nicht so rumfliegen. Oder da so komisch hängen dann. Okay, das war zu früh abgelassen. Gerade hat es nämlich kurz hier an. Mal kurz die Farbe nämlich anders. Genau, aber so sind wir deutlich schneller, als wenn wir dann mal wieder mit dem Kranhaken da so irgendwie bis zu dem Boden darunter müssen. Außer ich brauche hier auch Ewigkeiten, um das mal zu attachen. Das hier mal zu verbinden. So, noch einmal. Ich soll es eigentlich relativ egal sein, wie rum, oder? Weil das ist ja eigentlich nur so eine Wand ohne Tür oder so. Nein, es muss gedreht sein. Okay. Holen wir erstmal das eine, was jetzt da runtergefallen ist. Eieiei, guck mal, stellt sich sogar auf. Sehr schön. Sehr nett von dem Bauteil. Genau, danach gibt es dann ordentlich was zu baggern. Also wir müssen ja 5 Kanalmodule setzen. Da wird schon so ein gutes Stück da zu baggern sein. Und da unten, ich weiß nicht, ob da irgendwie auch sowas darstellen soll, wie so Rohre, die da auch in die Erde gemacht wurden. Keine Ahnung. Genau, aber auf jeden Fall gibt es dann ordentlich was zu baggern. Wahrscheinlich dann im nächsten Teil oder wir fangen in dem Teil schon an, je nachdem, wie weit wir kommen. Aber ich denke mal, wir sollten es sogar schon in dem Teil jetzt beginnen können, das Baggern. So, dann mal schön runter. Oh ja, nein. Ui, nein, nicht runterfallen. Ist das eigentlich so rum richtig? Ja, das passt so. Oh oh, mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie dann hochkriegen können. Das liegt ja echt knapp an der Kante. So, dann holen wir mal jetzt hier diese Wand. Die auch noch gerade hier so sich retten konnte und nicht abgestürzt ist. Die kommt jetzt auch nochmal, wo kommt die hin? Dahin? Dann haben wir so den Flur fertig sozusagen. Genau, und hier sind dann irgendwie Wohnungen oder wie ist das? Oder hat hier jedes Stockwerk? Oder jedes Stockwerk ist hier so eine Wohnung. Keine Ahnung, wie das hier gedacht ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass man halt dann hier mehrere Zimmer hat. So, wir nehmen mal jetzt erstmal das oberste. Es liegt, ne, wobei... Manchmal ist es gar nicht so einfach, aus der Hakenkamera zu steuern. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn wir mal das unterste probieren zu nehmen und das Ganze dann damit den Container wieder, ich nenne das ja immer mal Container, hier auf hochziehen. Aufstellen, ja, perfekt. Plan hat funktioniert. Das Ganze nochmal gerade drehen und hinsetzen. So, das geht ja echt ziemlich flott. Ja, das sind jetzt einfach nur nochmal so ganz normale Wände. Nichts Besonderes. So, die in der Mitte muss noch da hinten. Das ist nämlich die kürzeste. So. Das Ganze mal schnell so machen. Also aus der Hakenkamera ist wirklich noch am einfachsten, weil man da am besten noch diese ganzen Punkte sieht. Ich finde es echt richtig gut, dass man diese Punkte da sieht, wo man da mit dem Kranhaken hin muss. Sonst muss man immer manchmal so hin und her ewig gucken. Wird man so ewig hin und her fahren und immer gucken, kommt jetzt Last anhaken oder nicht. Und so sieht man ungefähr den Punkt, wo man ja hin muss mit dem Kranhaken. So, drehen wir das noch. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Element. Beziehungsweise sind schon beim vorletzten Element, besser gesagt. Genau, ich bin echt mal gespannt, was mit diesen... Und wenn das jetzt nicht fertig ist, dann der Abschnitt, dann fahren wir einfach mal mit dem Drehbohrgerät hierher. Und mal gucken, ob dann irgendwie so Rohre erscheinen. Aber hier, ich dachte, die haben die nicht immer schon dann da gelegen? Ich weiß es nicht. Normalerweise haben die doch immer da gelegen, oder? Naja, gut. So, jetzt wollte ich die eigentlich nochmal aus der Innenansicht setzen, aber da sieht man nur das ziemlich schlecht. Deswegen doch nicht. Und das kommt noch hier hin. So, wunderbar. Abschnitt erledigt. Einmal zurücksetzen können wir machen. Wunderbar. So. Ja, wunderbar. Das war der Abschnitt. Das müssen wir hier baggern. Also irgendwie ist es ein Bug, dass die da angezeigt werden.
Bisschen komisch. So, das muss ausgebaggert werden. Dann gucken wir mal, wo wir unseren schönen Liebherr R936 haben. Der steht hier eigentlich um die Ecke. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist jetzt vielleicht. Ah ne, wobei, oder lassen wir es einfach. Ich dachte einfach, wir könnten den auch mit dem Tieflader jetzt mal wegfahren, damit die Autos mal da gescheit weiterfahren können. Oder weißt du, was wir einfach machen? Wir fahren meinen Tieflader einfach mal da weg. Weil das stört mich schon irgendwie ein bisschen, dass die Autos die ganze Zeit da so rumstehen müssen. Und immer so ewig sich das dann staut manchmal. Also meistens sind sie irgendwie anders gefahren, sodass es nicht, sich nicht gestaut hat. Aber so, jetzt gerade, gibt es irgendwie totales Chaos hier auf der Straße. Die wollen auch irgendwie alle abbiegen. Ist der Pritschenauflieger nicht ganz passend? So. Na genau, nee, mit dem ist es ein bisschen blöd. Dann müssen wir erst abkuppeln und alles. Den ziehen wir einfach nur mal so ein bisschen woanders hin. So, damit die Autos einfach mal wirklich weiterfahren können. So, dann fahren Sie mal weiter, die Damen und Herren. Die entscheidet sich mitten auf dem Fußgängerüberweg einfach mal wieder umzudrehen. Gut, auf sowas sollte man natürlich eigentlich eingestellt sein, aber ja, geht man normalerweise jetzt nicht unbedingt davon aus. So soll es auch okay sein, oder? Dann hängen wir das mal wieder ab. Dankeschön fürs Warten. Und wir fahren wieder zurück und haben jetzt hier auch die Straße frei. Mal gucken, fahren die geradeaus weiter. Wenn die nämlich alle abbiegen, könnte ich mir vorstellen, dass einfach der eine Auflieger da zu weit draußen steht. Wobei, der ist auch nicht wirklich auf die Straße weit raus. So, die sind auch fertig. Zwei Zementsäcke und noch ein paar andere Sachen müssen besorgt werden. Das lassen wir auch gerade von einem Angestellten machen. Ah, guck mal, hier kommt schon wieder nochmal sowas. Alter, jetzt kriegen wir hier von diesen Aufträgen ja mal richtig viel gerade. Gut, aber jetzt haben wir... Ja, wir bleiben jetzt erstmal bei den beiden. Jetzt kriegen wir hier gerade so richtig viele Aufträge mit Apartment-Hochhaus. So. Das kauft jetzt ja alles ein Angestellter ein. Na, gerade war es doch. Anhänger ankoppeln, Anhänger ankuppeln. Na, rutscht er so weit rüber. Oh, jetzt kommt kein Auto mehr. Jetzt ist die Straße auf einmal leer. Davor hat sich noch alles so gestaut. Oh, 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 was war das denn jetzt? Ah, der hat irgendwie da hinten festgehangen. Dann fahren wir sie mal ein. Ziehen ihn mal runter. Sind die Pritschen, sind die Wände auch wieder normal. Gucken wir mal, ob wir den einfach irgendwo anders noch hinstellen können. Ja, muss halt immer alles auf dem Bürgersteig irgendwie gestellt werden, woanders geht's ja nicht. Wobei, da vorne sind Parkplätze überall. Nutzen wir nochmal so einen Parkplatz aus. Gucken, ob wir das hinkriegen, den da schön reinzusetzen. Frage ist natürlich dann, denken sich die Autos, dass sie da fahren können? Erstmal schön so hier hochziehen und dann am Ende wieder rüberziehen. Deswegen stellen wir mal, dass die Autos auch wirklich sehen, dass sie weiterfahren können, stellen wir den mal so hier ab. So, und das bleiben wir jetzt mal so stehen und holen mal den Bagger. Nicht Radlader, obwohl ich auch mal gerne mit dem wieder ausarbeiten würde, aber passt jetzt einfach gerade nicht so. Baustelle Nummer 1 sollte das sein, das war nämlich die, die wir zuerst hatten. Genau, so kurze Distanz, no costs, keine Kosten. So, ja Leute, und dann würde ich sagen, war es das sogar schon wieder an der Stelle von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. Geht immer alles so die 15 Minuten gehen, beziehungsweise knapp 15 Minuten, jetzt sollten es gleich 15 Minuten sein. Die vergehen hier echt immer wie im Flug. Der Teil ist immer so schnell rum, schneller als man denkt, genau. Da hat man gerade mal angefangen und dann ist schon wieder der Teil zu Ende. Aber ja, das war jetzt noch nicht der letzte Teil vom Let's Play. Von daher haben wir ja noch einiges hier. Genau. Und da werden wir im nächsten Teil hier weiter an unserer Baustelle arbeiten. Diesmal müssen wir es nicht in den Muldenkipper laden. Sieht man sogar hier, sollten so die Kanalmodule dann rumgelegt werden. Und vielleicht gibt es sogar ein Eckkanalmodul. Mal gucken. Wobei, nee, das können wir gar nicht besorgen. Sowas gibt ja noch Standard. Also dann doch nicht. Aber da kommt es dann sozusagen hier aus dem Haus raus und wird in Richtung Kanalisation transportiert.
was da alles dann durch Kanalmodul durchkommt. Wir werden im nächsten Teil mit dem Baggern beginnen, vielleicht mal wieder mit dem Gamepad ein bisschen steuern und dann, ja, freue ich mich schon sehr auf den nächsten Teil, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil auch wieder mit dabei und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einer positiven Bewertung. Drückt den Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen und ab jetzt werden wir auch bei der anderen Baustelle nicht mehr weitermachen, weil da gibt es wieder Fertigwände zu setzen. Ne, wobei, das können wir eigentlich noch einen Angestellten dann nächstes Mal machen lassen. Oder, weil es gibt ja dann auch nochmal Fertigwände, genau, lassen wir das nochmal Angestellten machen, wenn wir hier noch ein bisschen arbeiten und das war es jetzt an der Stelle von dem Teil hier. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, euer LineGamer1, ciao.